Klick. Hallo und herzlich willkommen zu Forever Stranded Lost Souls mit Kösel, der irgendwo steckt. Na, hier oben, wo ich hingehöre. Hier oben. Hallo. Ja, und ich. Genau, hallo. Und ich habe ein bisschen aufgepeppt, die Siebe. Ich habe gerade mal ein bisschen. Ich habe Hemp-Fiber gemacht. Jede Menge Hemp-Fiber gemacht. Tada! Jetzt wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Wie ich das hoffe, dass das funktioniert. Werden wir sehen. Weiß ich nämlich nicht. Tada! Mehr Strom, mehr gut. Oh, er lädt sich auf. Sollte das heißen, wir haben genug Strom? Mir fehlt genau einer, ne? Na klar. Fehlt mir genau einer. Gucken wir gleich, ob wir genug Strom haben. Erstmal wieder unsere super Cobblestone-Tür zumachen. Na, hier tut sich nichts. Warum tut sich hier nichts? Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Output. Fire Relay. Ein RF. 0 RF. Das heißt, ich dürfte hier auch kein Gewicht kriegen. Na, tue ich auch nicht. So. Die haben wir auch. Können wir gleich noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen was drin. Eisen, ja. So. Dann craften wir mal den Empower. Ah, dafür braucht ihr den. Alles klar. Hab ich. Redstone hat der Herr Quissel oben. Ja. Jetzt aber. Nö. MV. Output. Muss man das verstehen? Output. Ich kann es ja noch mal kaputt machen. Aber irgendwie macht das für mich nicht so viel Sinn, was hier gerade. Wenn ich ein. Oder geht nur von oben? Bist du wieder da? Schnell skillen, bevor es weg ist. Du hast dich ganz schön leckmäßig gerade angehört. Ja, es war auch plötzlich ein großes Mega-Leck hier. Versuchen wir es mal von oben. Wenn wir den und den dahin machen. Und das Ding, sagen wir mal, hierhin machen. Dahin. 3, 4, 5. Dahin. 10. Ich glaube, ich weiß den Fehler.
Klar, ich muss da natürlich einen normalen Ausgang machen, keinen Relay dran machen. Ja, irgendwann werde ich es auch verstehen. Hier oben ein Ausgang dran. Und das wird zu weit sein. Na klar. Machen wir nochmal so auf halbe Höhe ein. Sagen wir mal da. Und so. So, was haben wir denn? Was fehlt uns denn noch dafür? Ah, die. Alles klar. Glowstone, Fäden, Redstone. Ich leg erstmal alles hier hinten in meinen Truhen ab. Aua. Einfach mal komplett. Warum kann ich nicht? Aha. Ja, jetzt geht's. Jetzt mal gucken, was der Akku sagt. Die brauche ich, die brauche ich. Er entlädt sich. Reicht also nicht. Aber bestimmt besser als nicht. Reicht nicht. Eins, zwei, drei, vier. Das sind acht. Ich brauche noch acht Fäden. Puh, kommt noch nicht mehr durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Muss ich nochmal hoffen, nochmal Glück haben, ob hier vielleicht noch Glowstone oben liegt. Aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Pech gehabt. Wo ist der? Das war der Crucible. Ah, da bin ich tot gegangen vorhin. Beim Silsand Farm. Laber gefallen. Glowstone. Sieben, acht. Wieder nach oben. War doch so. Schade. Crucible. Warum ist er so groß? Nun gut. Dann. Machen wir es mal weiter. Bauen wir uns ein Stacheldraht. Können wir Onkel Rindrik einsperren? Stacheldraht. Für Stacheldraht. Da sollen wir sechs Stück von machen. Das weiß ich zufällig noch. Da haben wir das Rezept. Das heißt, zehnmal das und achtmal die. Acht. 18. Ne? War gar nicht hier drin. Aha. Ich meine. Stimmt, wenn nicht, habe ich gleich ein Problem. Bin ich jetzt blind? In den Cauldron von Besser mit Mods. Warum brennt er nicht durch? Fäden. Gretzone und Glowstone. Wird schon so sein. Ich weiß leider nicht genau, was du vor. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir noch mehr Stacheldraht? Stahl? Nehmen wir eine Loot-Chest?
Oh, das ist ein anderer Koldun. Okay, dann gucken wir mal, was wir raus haben. Viele verschiedene Bäume. Schön. Und hast du noch bitte Brotherstone? Ja. Hast du noch einen anderen Kuhschubel, den ich mal unterm Schiff gestellt hatte? Kuhschubel? Ja, der Feuer braucht zum Brennen. Weil der geht nämlich nicht. Da. Da, ich hab ihn schon. Nicht den rechten. Nicht den rechten. Warum nicht den rechten? Erstens, auf jeden Fall immer Feuer drunter ausmachen, sonst fällt er runter und verbrennt. Jetzt stellt es sich genau davor an, kann ich es natürlich nehmen. Ich mach das andere auch raus. Ja. Das Ding muss hier weg. Den rechten bitte stehen lassen, weil der ja da Gedönskrams. Jetzt hast du da plötzlich wichtiges Feuer darunter. Ich weiß nicht, was dann passiert, ob es dann verbrennt. Was, wenn ich den abhole? Kannst du ja da auf die Kiste, kannst du ja auf die Kiste springen, da brauchst du ja keinen Stein davon. Och Mensch. Stell dich doch auf die Kiste. Ja. Gut. Dann brauchen wir ein High Voltage. Den ganzen Kram. So, das brennt. Das brennt, das brennt, das brennt. Wooden Pole und Wooden Wall Mount. Für HV waren aber bestimmt Dinge. Vor allem das hier macht mir gerade Gedanken. Aluminium ist nicht so schlimm. Insulated Glass. Iron Dust, Glas und Green. Und das ginge auch noch. Dann bräuchte man den. Ton und Aluminium geht auch. Stahl, ein LED-Block, Aluminium. Redstone geht auch. Und Aluminium? Nee, HV. Stahl. Rinder. Bräuchten wir ein bisschen Grün? Komm. Ein bisschen Grün. Wie viel Grün brauchen wir denn? 4 Stück. 2 Grün. Mal sogar gehabt. Naja. Fangen wir auch hier rein. Warum bist du still? Ich guck grad. Ich gucke gerade. Ein Film. Ich habe noch ein bisschen was Brennbares gesucht für die Siebe. In der Zeit, wo ich hier warte. Habe ein bisschen was gefunden und ist mir eingefallen, warum nehmen wir eigentlich ein bisschen Holz? Wir haben doch so viel Holz. Wir sollten hier in den... Ach nee, ist eigentlich egal. Na ja, schon gut. Was hältst du davon, die... Ach nee. Was denn? Hab nichts gesagt. Mir kam nur der gerade Gedanke, die Kohle gar nicht mehr für Generatoren. Aber ist ja auch Quatsch. Wird ja jetzt dann irgendwann mal sich nach und nach füllen. Was wir brauchen, ist hier drin. Dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen Aluminium. Haben wir hier oben schon Aluminium?
Warum ist denn hier Rock zweimal drin? Was? Rock vom Primal Core. Stein oder was? Ja. Keine Ahnung. Aluminium 3 Millibucket. Das ist nicht viel. Noch Aluminium. Aluminium. Tada! Meins. Und wo ist hier drinne? In irgendeiner Kiste? Ja, in der Kohlenkiste da. Aus dem Ausgang. Hier? Nee, hier hinten. Hier. An den beiden Trichtern. Wenn man den, an den beiden Items Not, Transfer Not, links und rechts waren jeweils die drin. Keine Ahnung. War ich nicht dran. Ich auch nicht. Ich hab mich gerade nur gewundert. Du hast Holz reingelegt. Du warst eher dran als ich. Ich denke jetzt meinen Crafting-Tisch natürlich tatsächlich. Oh. Oh, oh, oh. Dieser Kerl. Warum dieser Kerl? Ach, da brauchen wir noch Glas für. Es wird Zeit, dass das Lager umzieht. Glas habe ich, glaube ich, hier, warte. Ja. Hier, wo bist du? Hast du hier unten alles rausgenommen? Könnte sein. Ah, dieser Kerl. Ja, du hast letztes Mal gesagt, ich soll das gleich alles mit hoch, drin, ja, und oben einlagern, oben, ne? Genau, und wo ist es eingelagert? In deinem oben. Inventar? Nein, oben, hier in der Kiste. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Ha. Ja, mit einlagern heißt aber nicht in die Kiste schmeißen, sondern... Ja, hast du schon Micelles Quarzkristall gebracht? Nö. So. Hast du mir schon Zertus-Kristalle gebracht? Mit deinem Mining-Skill? Hast du das schon gefunden? Nee. Ich glaube, du willst mir den schwarzen Beta zuschieben. Pulverized Iron. Wir kriegen Iron Pulverized. Dammig. Du erstmal versuchen, den schwarzen Beta. Im Crusher. Aha. Oh, nee. Das ist ja unschön, ne? Wir könnten uns so einbauen. Fertig. Du, bitteschön, ich komme hier. Schenk dir was. Stell das genau dahin. Nee, aufbauen bitte, dass es geht. Und? Ja, das Ding brauche ich nicht. Wir haben keinen Platz hier. Anbauen. Da stöhnt er wieder rum. Ja, aber das Kabel ist... Frag mich. Wir hätten eine Etage höher bauen sollen. Ja. Das stimmt. Ja. Wer hat's gemacht? Die Schweizer. Nein. Die Schweizer. Die Schweizer. Weil die haben es ja erfunden. Okay. Hafer fällt aus. Mir fallen die Augen zu. Ich hätte vielleicht heute Nacht schlafen sollen. Wäre ein toller Trick gewesen. Haha. So. Hier müsste überall liegt allen möglichen Mist rum. Sag ich ja auch.
Wir haben eine Mistbude. Müssten wir aufräumen. Ja, wäre man Trick. Komm, die Quest will ich aber noch machen. Jetzt ist sich wirklich seine Idee, man müsste wirklich jetzt Chiseled Stone dahinsetzen. Ne? Hast du eine Macke? Ist nicht dein Ernst. Heißt das, ich muss mir jetzt einen Chisel craften? Aber nicht schon einen? Weiß ich nicht. Hatte ich den nicht schon gebraucht für irgendwas? Auch für so eine doofe Sache? Warte mal, ich renne mal runter. Wenn, dann liegt der hier unten. Zack. Und hast du zack. Einen? Nö. Hier ist keiner dran. So eine Schol von Primal Core, die haben wir. Aber ein Chisel haben wir leider nicht. Mach ich mir jetzt ein Chisel. Es brennt! Es brennt! Was brennt? Schnell das Feuer ausmachen. Ja, dann würde ich sagen, baue ich den Empower, mache ich das in der nächsten Folge, den Raum ein bisschen größer und baue dann den Empower da hinten in der Ecke, in der Stromecke. Ja, warte mal, hier machen wir noch einen Chisel Stone. Was wollt ihr haben jetzt hier? Ich glaube, den da. Der Depp, der Massive Gedöns. So, was hast du jetzt davon? Löse Immersive Craft. Nein, natürlich nicht. Hier, und Loot Chest und Bones drinne. Ich würde sagen, reicht für heute, ne? Tschüss! Tschüss!